Jetzt gibt es noch sowas wie Tarifzonen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das sind so farblich eingezeichnete Dinger. Das haben wir da bei Nimbus gesehen, was wir eingangs gesehen hatten. Da gibt es so Tarifzonen. Hier kostet das 2,50 und wenn Sie drüber wegfahren, sind 3,80 fällig und so weiter und so fort. Und das Ganze wird dann auch irgendwie eingezeichnet. Jetzt ist hier dieser schöne Verlauf dann noch da. Das machen wir mal folgendermaßen. Sagen mal, hier ist so unsere Tarifzone, aber die ist jetzt nicht viereckig, sondern die geht hier. Moment, ich habe meine Option noch eingestellt oben. Da ist jetzt noch eine Linie. So, das ist jetzt so meine Tarifzone. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, hier drin rumzufummeln ohne Ende, aber ich mache es einfach anders. Ich selektiere mal mein Rechteck und die Linie und gehe in die intelligente Füllung. Klick da mal rein. Und dann habe ich dieses Teil schon mal erzeugt. Schmeiß mir das mal hier hin. Ich nehme mal die Füllung raus. Klick. So, dann haben wir schon mal die Zone hier liegen. Das kann ich alles wegwerfen, das brauche ich nicht mehr. So, kann ich übrigens nur zu raten, dass Sie nicht lange an irgendwas rumschnibbeln, sondern dass Sie sich das einfach so zusammenbauen und dann mit dieser intelligenten Füllung da reinklicken. So, jetzt machen wir hier mal so eine Tarifzone. Dann nehme ich jetzt einfach mal eine blaue Linie dazu und wähle dazu die Funktion Kontur. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten, die Schritte einzustellen und Abstände. Wir gucken gerade vorher nochmal, wie dick meine Linie ist. Das sind 0,2 Millimeter. Und ich gehe nochmal zurück in die Kontur. So, da möchte ich jetzt 50 Schritte haben. Nach innen mit einem Abstand von 0,15, damit wir eine Überlappung bei den einzelnen Linien haben. Wir wollen ja einen Verlauf erzeugen. So, auch hier haben Sie wieder verschiedene Möglichkeiten, noch etwas einzustellen. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Und wenn alles gut geklappt hat, dann haben Sie hier einen Verlauf erzeugt und der am Bildschirm jetzt noch ein bisschen teilweise ein bisschen durchsichtig aussieht, aber nachher im Druck hervorragend rüberkommt. Und das Ganze stellen wir dann einfach mal in den Hintergrund. Shift, Bildtaste ab. Und dann haben wir hier schon eine Tarifzone wieder erzeugt. Das Ganze kann man natürlich von den Farben her irgendwie auch noch ein bisschen variieren oder mit Transparenzen versehen, so wie Sie es gerade brauchen, damit es nicht so hart rüberkommt, das Ganze.